Antenne Niedersachsen. Helden des Alltags. Ich bin heute in Duderstadt bei einer Seniorenbegegnungsstätte der Caritas und bei mir ist Ralf Regenhardt. Sie leiten hier die Caritas in Duderstadt und Sie haben hier in dieser Begegnungsstätte eine ganz besondere Gruppe, die flinken Nadeln, die häkeln nicht nur für ihre Angehörigen, sondern vor allem auch für Flüchtlinge, Kleidung, Mützen vor allem, und da wollen Sie sich heute bei jemandem bedanken. Ja, ganz besonders danke schön sagen möchten wir der Frau Bobbert, aber heute auch ihren Mitstreiterinnen, die seit September, Oktober letzten Jahres ganz intensiv mit viel Engagement und Liebe für die hier ankommenden Flüchtlinge in einer Erstaufnahmeeinrichtung über 600 Maboshi-Mützen gehäkelt haben, aber auch warme Wollsocken gefertigt haben. Und ich denke, das ist im Rahmen der Willkommenskultur ein wirklich gelungener Beitrag, der Wärme und Willkommen schenkt. Und die Frau Bobbert und auch die anderen wissen nicht, dass wir kommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und überraschen sie. Ich denke, die werden ja außerordentlich überrascht sein. Schauen wir mal. Sie können ruhig weiter stricken dabei, Frau Bobbert, aber wir suchen bei Antenne Niedersachsen immer Helden des Alltags. Und heute, ja, dann gucken Sie mal hier auf die Urkunde, da steht ja Ihr Name drauf. Nee. Warum? Wie kommen Sie denn dazu? Wie Sie dazu kommen, das kann Ihnen der Herr Regenhardt erklären. Also Frau Bobbert und auch Ihre Mitstreiterinnen hier sind unsere Heldinnen des Alltags. Sie haben erkannt, dass diese Menschen hier ankommen, frieren und Unterstützung brauchen. Und seitdem sind Sie engagiert dabei und haben weit mehr als 600 Mützen gehäkelt, Strümpfe gestrickt. Das macht einfach Spaß, zu sehen, wie dieses Engagement hier blüht und wächst und anderen Freude bereitet. Frau Bobbert, jetzt habe ich gehört, einmal die Woche kommen Sie hierher und stricken und häkeln kräftig mit. Das ist ja quasi Akkordarbeit, die Sie hier machen. 600 Mützen sind schon entstanden. Was motiviert Sie denn dazu, das zu machen? Ja, erstmal, dass Sie frieren. Das war das Erste. Das Stricken macht Ihnen auch Spaß, habe ich das Gefühl. Das kennen wir von klein auf. Ne? Ist doch so. Haben wir von klein auf. Ich habe das in der Schule, wir haben das alle in der Schule gelernt und das haben wir immer. Ich habe drei Brüder und dann mein Mann und mein Vater, wir haben alle bestrickt. Die sind doch viel wärmer als die gekaufte. Und ihr zu Hause seht, helfen macht Spaß und es wird einem in diesem Fall warm am Kopf und auch warm ums Herz. Also macht auch ihr mit bei den Helden des Alltags. Ja. Niedersachsens Helden des Alltags. Kennt ihr auch einen, dessen Geschichte unbedingt ins Radio gehört? Schreibt uns studio@antenne.com. Antenne Niedersachsen. Zusammen sind wir Niedersachsen.